unter der Moosdecke, der ich manchmal Zeit lasse. So lange rühre ich mich nicht aus dem Hause. Mit dem übrigen Waldboden zusammengewachsen, ist nur noch ein Ruck des Kopfes nötig. Und ich bin in der Fremde. Dein Haus ist geschützt, in sich abgeschlossen. Du lebst in Frieden, warm, gut genährt. Herr, alleiniger Herr, bei einer Vielzahl von Gängen und Plätzen. Und alles dieses willst du hoffentlich nicht opfern. Aber doch gewissermaßen preisgeben. Und dann hebe ich doch vorsichtig das Moos. Steige langsam hinaus. Und nun endlich schließe ich die Falltür. Und jage so schnell ich kann weg von dem verräterischen Ort. Ich habe den Vorteil, in meinem Haus zu sein, alle Wege und Richtungen genau zu kennen. Der Räuber kann sehr leicht mein Opfer werden. Und ein süß schmeckendes, aber ich werde alt und meiner Gegner gibt es unzählige. Es könnte geschehen, dass ich vor einem Feinde fliehe und dem anderen in die Fänge laufe. Jedenfalls aber muss ich die Zuversicht haben, dass irgendwo vielleicht ein leicht erreichbarer, völlig offener Ausgang ist, wo ich, um hinauszukommen, gar nicht mehr zu arbeiten habe, sodass ich nicht etwa, während ich dort verzweifelt habe, und sei es auch in leichter Aufschüttung, plötzlich die Zähne des Verfolgers in meinen Schenkeln spüre. Zuerst hätte man eher dazu neigen müssen, viele kleine Tiere anzunehmen, da ich sie aber bei meinen Grabungen hätte finden müssen und nichts gefunden habe, bleibt nur die Annahme der Existenz des großen Tieres. Schon lange spiele ich mit dem Gedanken, dass es deshalb selbst auf große Entfernung hinzuhören ist, weil es rasend arbeitet. Es gräbt sich so schnell durch die Erde, wie ein Spaziergänger im freien Gange geht. Dieses Nachzittern und das Geräusch der Arbeit selbst vereinigen sich in der großen Entfernung. Und ich, der ich nur das letzte Verhängnis des Geräusches höre, höre es überall gleich. Dabei wirkt mit, dass das Tier nicht auf mich zugeht. Darum ändert sich das Geräusch nicht. Es liegt vielmehr ein Plan vor, dessen Sinn ich nicht durchschaue. Ich nehme nur an, dass das Tier, wobei ich gar nicht behaupten will, dass es von mir weiß, mich einkreist. Gänzlich unverständlich bleibt mir allerdings seine Fähigkeit, unaufhörlich zu arbeiten. Tag und Nacht gäbe es immer in gleicher Kraft und Frische seinen eiligst auszuführenden Plan vor Augen, den zu verwirklichen, es alle Fähigkeiten besitzt. Nun einen solchen Gegner habe ich nicht erwarten können.